Praxis des Minderheitenschutzes in Mitteleuropa. Das ist das Thema der internationalen Konferenz, die vom 1. bis 2. Juli an der EURAC in Bozen stattfindet. Es ist zugleich die Abschlusskonferenz zum gleichnamigen Projekt, abgekürzt MIMI, das die aktuelle Situation in Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien, Slowenien und der Slowakei untersucht hat. Emma Lantschner, ehemals Wissenschaftlerin an der EURAC und nun an der Karl-Franzens-Universität Graz, ist die MIMI-Projektmanagerin. Sie fasst die Ziele des Projekts zusammen. Praxis des Minderheitenschutzes in Mitteleuropa, und das sagt dann eigentlich auch schon einiges über das konkrete Projektziel aus, nämlich eben nicht nur zu schauen, inwiefern die Minderheiten in den 6 Ländern, die wir untersuchen, rechtlich geschützt sind, sondern eben auch in einem zweiten Schritt dann zu schauen, wie diese rechtlichen Vorgaben dann tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt worden sind. Und dann in einem nächsten Schritt wollten wir auch eben untersuchen, wenn jetzt diese Umsetzung stattgefunden hat, wie hat sich das jetzt auf das interethnische Zusammenleben ausgewirkt, wie hat sich das ausgewirkt auf das Vertrauen in die Institutionen, auch auf das Verhältnis zwischen Nachbarstaaten, wo häufig ja eine Minderheit die Mehrheitsbevölkerung im Nachbarstaat ausmacht und so weiter. Zeno Karl Pinter aus Siebenbürgen, Rumänien, war 5 Jahre lang Staatssekretär der Bukarester Regierung in der Abteilung für interethnische Beziehungen. Zum Modell Südtirol sagt Konferenzteilnehmer Pinter: Wir haben in Siebenbürgen auch eine Gegend, wo mehrere Minderheiten zusammenleben. Rumänen als Mehrheitsvolk, Magyaren, Ungarn und Deutsche zusammen. Das Modell der Südtiroler Autonomie ist angestrebt, auch in Rumänien, hauptsächlich von der ungarischen Minderheit. Man sieht oft auf dieses Modell, und das habe ich in den letzten 5 Jahren in Bukarest oft angetroffen in Gesprächen, dass man immer meint, das Südtiroler Muster wäre ideal für die Autonomie einer Bevölkerung, wo in einer Gegend eine Minderheit majoritär ist. Solche Gegenden haben wir in Rumänien auch. Was hat Zeno Karl Pinter dazu bewogen, an der Konferenz teilzunehmen? Ja, ich gehöre selbst zu einer Minderheit, zur deutschen Minderheit in Rumänien. Und wo ich in den letzten 5 Jahren mich auch intensiv mit der Frage der Minderheiten beschäftigt habe, war es für mich sehr interessant. Vor allem die Kulturfragen, die heute besprochen wurden, haben mich sehr interessiert. Ich wollte sehen, aus Beispielen anderer Länder, wie eigentlich die Kulturprojekte durchgeführt werden können. Zaira Vidali ist Rechtswissenschaftlerin am Slowenischen Institut in Triest, Slori, und gehört der slowenischen Minderheit in der italienischen Region Friaul-Julisch-Venetien an. Die Konferenzteilnehmerin berichtet über ein erfolgreiches Beispiel für modernen Minderheitenschutz. Dieses Beispiel kam gerade vor 10 Minuten hier zur Sprache. Es ging um die Frage, inwieweit ist die Kenntnis der Minderheitensprache seitens der Mehrheitsbevölkerung ausschlaggebend, dass die Mehrheit auch an kulturellen Veranstaltungen der Minderheit teilnimmt. Das Slowenische Theater in Triest ist ein erfolgreiches Beispiel. Vor Jahren schon hat es Untertitel in italienischer Sprache eingeführt. Die Stücke werden in slowenischer Sprache aufgeführt, aber aufgrund der italienischen Untertitel ist das Theater auch offen für die italienische Mehrheitsbevölkerung. Südtirol wurde im Rahmen der Tagung mehrmals als Vorzeigemodell in Sachen Minderheitenpolitik gelobt. In welchen Bereichen könnte Südtirol denn noch von anderen Ländern lernen? Emma Lantschner sagt dazu: Nur um ein Beispiel jetzt herauszugreifen, das wäre vielleicht der Bereich der Bildung. Viele der Modelle, die wir jetzt untersucht haben, haben ihre Vor- und Nachteile. Aber es wäre schon interessant, einmal zu schauen, welche Experimente in anderen Ländern auf diesem Bereich eben stattgefunden haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an die slowenische Minderheit in Österreich. Und jetzt haben auch Wissenschaftler im Bildungsbereich und im Sprachbereich sich damit beschäftigt, wie eben dieses zweisprachige Modell besser verbessert werden könnte. Und sie haben jetzt auch Schulversuche gestartet, wo eine Woche auf Deutsch unterrichtet wird, eine Woche auf Slowenisch unterrichtet wird. Und das hat sich jetzt eigentlich schon gezeigt,
dass der Erfolg der Schüler sowohl was jetzt den Spracherwerb anbelangt, als auch die Kenntnisse in der jeweiligen Materie mit dieser Einteilung eigentlich sehr viel höher sind. Und es ist insofern interessant, eben zu schauen, welche Versuche in anderen Ländern in diesem Bereich zum Beispiel schon stattgefunden haben, um zu sehen, was man möglicherweise auch für Südtirol versuchen könnte.